Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Hallo, hier ist Jörg Löhr und in diesem Podcast geht es heute um einen Erfolgsfaktor, der für deine Lebensqualität einen entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Es geht um das wichtige Thema Gelassenheit. Es geht darum, wie du gelassener wirst, was Gelassenheit eigentlich ist, was sie dir bringt und wie sie dein Leben verändert. Und gleich hier zu Beginn schon mal die Antwort auf die Frage, ob Gelassenheit angeboren ist. Nein, du hast keinen Gendefekt. Wir können tatsächlich mit den richtigen Tipps, mit guten Strategien und vor allen Dingen auch dem Willen zur Umsetzung gelassener werden. Du hast dich vielleicht auch schon gefragt, was ist eigentlich Gelassenheit? Und da braucht man nicht lange suchen. Im Wort selbst finden wir schon einen Hinweis. Für mich ist es etwas ruhiger zu betrachten oder einfach auch etwas lassen, wie es ist. Also eine Art innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Wenn du jetzt sagst, Gelassenheit, das ist so noch gar nicht meins, dann kann ich das sehr gut nachempfinden. Denn offen gesagt war es lange auch nicht meins. Ich dachte mir, hey, mit Gelassenheit, da komme ich nirgendwo hin, das bremst mich irgendwo, das würde mich weniger zufrieden sein lassen. Für mich klang auch Gelassenheit irgendwie wie Bequemlichkeit, klang nach Komfortzone, nach Abwarten, nach Tee trinken. Ich dachte mir, du meine Güte, das kann ich doch noch machen, wenn ich alt bin. Da habe ich dann später noch Zeit, denn ich wollte was erreichen, nicht irgendwo gelassen rumsitzen, während die anderen irgendwie die Kastanien aus dem Feuer holen. Ich wollte mein Leben in die Hand nehmen und nicht gelassen zuschauen, was da passiert, was da mit mir passiert. Und wenn du jetzt genauso denkst, dann kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wahre Macht über dich und dein Leben wird dir nur Gelassenheit geben. Da habe ich meine Denke auch verändern müssen, habe das auch erfahren dürfen, denn Gelassenheit gibt Energie, die du einfach brauchst, um deine Ziele zu erreichen, und das hat überhaupt nichts mit Trägheit zu tun. Ganz im Gegenteil. Um gelassener zu werden, müssen wir auch konsequent an uns arbeiten. Doch eines verspreche ich dir, das Arbeiten lohnt sich. Und wenn du dich fragst, warum es sich lohnt, es ist simpel, weil du haderst nicht mehr mit dir und deinem Schicksal. Menschen, die gelassener sind, die fühlen sich auch nicht immer wieder als Opfer. Widerstände, Niederlagen bremsen dich nicht mehr aus, werfen dich nicht zurück. Man wird logischerweise selbstsicher und das strahlt man natürlich auch aus. Zudem fällt es leichter, andere Menschen zu überzeugen und zu begeistern. Und jetzt ist es auch nur zu logisch, dass damit auch in der Spirale nach oben unsere Gelassenheit zunimmt. Man traut sich mehr zu, die innere Stärke wächst und man hat eine andere, eine beeindruckendere Ausstrahlung. Freunde, das lohnt sich. Und nochmal, weil es so wichtig ist, Gelassenheit und engagiertes Handeln sind absolut kein Widerspruch. Das wird so ganz deutlich in dem bekannten Gelassenheitsgebet, was dir sicherlich auch schon öfters, das du schon öfters gehört oder gelesen hast, was da heißt: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Meines Wissens geht das Gebet auf den US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr zurück. Selbst wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, haben die Sätze genauso Gültigkeit. Sieh es wirklich als eine Aufforderung an dich selbst. Du kannst auch etwas hinzufügen, zum Beispiel: Nimm die Dinge, die du nicht ändern kannst, gelassen hin. Ändere mutig all das, was du ändern kannst.
Nutz deinen Verstand, dein Herz und deine Erfahrung, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Du siehst, gelassen zu sein heißt nicht alles hinzunehmen und sich mit allem auch abzufinden. Wenn du also Ziele hast, die dir wichtig sind, klasse. Ich bin immer ein Freund, sich Ziele zu setzen, denn herausfordernde oder außergewöhnliche, lass es mich so formulieren, außergewöhnliche Motivation hat immer auch etwas mit außergewöhnlichen Zielen zu tun. Sie sollten realistisch sein. Gut. Zum Beispiel wäre es ziemlich unsinnig, wenn du im smarten Alter von 50 davon träumst, Eiskunstläufer zu werden. Dafür brauchen wir ein anderes Alter und auch eisläuferisches Talent. Wie sieht es aber aus in der Kategorie der Dinge, die wir verändern können? Wenn du ein bestimmtes Umsatzziel erreichen willst, wenn du in deinem Unternehmen eine bestimmte Position haben möchtest, mag sein schwierig, aber nicht unmöglich. Häng dich richtig rein. Hier hast du etwas, was zur Kategorie änderbar gehört. Natürlich wirst du eine Menge Mut dafür brauchen. Klar, du wirst dein Können beweisen müssen, du wirst kämpfen müssen. Alles das ist okay. Schließlich machen wir es ja, weil wir uns einen Lohn, einen Preis davon erwarten, das Erreichen unseres Zieles. Wie du übrigens deine Ziele richtig hier setzt und wie du sie erreichst, dazu kannst du gerne nochmal bei mir in die Podcast-Folge 12 reingehen zum Thema Ziele. Da beschreibe ich das nochmal ganz genau, was entscheidend und wichtig für wirkungsvolle Ziele sind. Doch kommen wir zurück zum Thema Gelassenheit. Ich habe mich irgendwann mit dieser Gelassenheit angefreundet. Das war für mich der Moment, als ich entdeckte, was Gelassenheit wirklich ist, dass sie nichts mit phlegmatischer Haltung zu tun hat. Dass Gelassensein heißt auch nicht, dass mir irgendetwas wirklich völlig egal ist. Es heißt, dass du über den Dingen stehst. Denn wenn du gelassene Menschen anschaust, dann sind das meist souveräne Menschen, die mutig sind, die keine Angst haben. Gelassenheit bedeutet auch wirklich diese innere Ruhe. Sie bedeutet die Fähigkeiten, Probleme zwar konsequent, aber auch entspannt anzugehen. Das hat den großen Vorteil, dass, was wir alle manchmal erleben, diese Ohnmachtsgefühle, nicht mehr Herr der Situation zu sein, dass das keine Gewalt mehr über dich hat. Keine Angst zu haben und keine Ohnmacht zu spüren, das macht es uns natürlich auch leicht, ins Handeln zu kommen und immer wieder auch wirklich herausfordernde Dinge anzupacken. Gelassenheit ist also eher etwas, das mit Handeln zusammengeht, als mit Nichtstun. Wenn du gelassener also agierst, agierst du besonders und das erweitert, und das wirst du immer wieder merken, deine Möglichkeiten, Herausforderungen zu meistern. Um das ein bisschen näher zu verstehen, denk mal an einen Menschen in deinem Umfeld, was ich, einen Kollegen, Freundin, Freund, der leicht wütend wirkt. Das passiert ja in der Regel nicht aus heiterem Himmel. Das kann sein, dass es einen persönlichen Angriff gegeben hat. Oder dass der Kollege, Freund etc. es als einen persönlichen Angriff empfindet. Und das ist der entscheidende Punkt. Sehr oft fühlt sich jemand verletzt, weil er eben eine allgemeine Aussage auf sich bezieht. Machen ein Beispiel. Deine Partnerin, dein Partner beschwert sich darüber, dass alle, herrliche Generalisierungspunkt, dass alle immer unpünktlich sind oder dass alles immer unpünktlicher wird. Und jetzt fällt dir ein, dass du vor kurzem auch 10 Minuten zu spät gekommen bist und jetzt irgendwie fühlst du dich angegriffen. Dabei hat vielleicht dein Partner, deine Partnerin
diese 10 Minuten längst vergessen und hat sich gerade über einen Kunden geärgert, der nie die Termine einhält. Mein Tipp also an dich: Wenn du nicht eindeutig angesprochen wirst, dann beziehe Anschuldigungen oder Bemerkungen nicht automatisch auf dich. Natürlich gibt es auch Angriffe, die wirklich auf dich zielen. Jemand dringt beispielsweise in deine Privatsphäre ein, der dort nichts zu suchen hat. Jemand nutzt dich aus, jemand belügt dich, jemand intrigiert gegen dich, jemand macht sich lustig über dich oder dein Chef schiebt dir irgendwie die Verantwortung für Fehler zu, mit denen du nichts zu tun hast. Solche Dinge kommen leider vor. Meist kannst du darauf keinen Einfluss nehmen oder sie auch verhindern. Aber auf was anderes hast du sehr wohl einen Einfluss. Du bestimmst sogar alleine drüber. Und ich meine, deine Reaktion auf all die Angriffe und ungerechten Behandlungen. Vermeide es, wo immer du die Sache wirklich für dich beeinflussen kannst, unüberlegt zu reagieren. Unterdrücke diese reflexartigen Antworten, meine ich natürlich. Du machst zwar deinem Ärger schnell Luft damit, aber der Preis dafür, der ist zu hoch. Das kennen wir so aus der Praxis. Wenn der Konflikt sich hochschaukelt, es fallen Worte, die den anderen dann irgendwo, weil sie in der Dosierung, in der Intensität hochgehen, dann auch treffen. Meistens bereut man das später, aber wir können es nun mal nicht mehr zurücknehmen. Deshalb auch mein Tipp: Wirst du angegriffen, fahr deine Gefühle erstmal runter, statt sofort zu reagieren. Das Runterfahren ist auch gar nicht so dramatisch schwer und oftmals auch leichter, als wir glauben. Du musst das Spielfeld verlassen, bevor der Streit zu eskalieren droht. Und das kann einfach ein Spaziergang sein. Das kann einmal durch den Wald joggen sein. Musik hören. Durchaus auch mal mit einem guten Freund, wohlgemerkt guten Freund, nicht einem Lästerer, sondern einem guten Freund, guter Freundin, mit der man auch über sowas reden kann. Der Sinn dahinter: Abstand gewinnen, neu bewerten, dafür sorgen, dass der Ärger verfliegt und wir ganz einfach mit der Situation, lass es mich formulieren, milder, gelassener umgehen. Steig bitte erst wieder in die Kommunikation ein, wenn sich alles beruhigt hat, wenn die Emotionen wirklich draußen sind. Hier nochmals die beiden ersten Tipps. Bezieh nicht immer gleich alles auf dich und bei Angriffen erstmal runterfahren. Das heißt ganz klar: Gib deinem Kopf die Kontrolle. Du entscheidest rational, wie viel Macht über dich du anderen Menschen gibst. Entweder du lässt dich hierbei leicht provozieren oder du sagst zu dir innerlich: Stopp, wirklich stopp, bis hierher und nicht weiter. Dann überleg mal, niemand kann dich provozieren, wenn du in Gedanken dieses Stoppschild hochhängst. Das ist aber alles andere als einfach. Doch mit Übung und wirklich Wiederholung wird dir das immer besser gelingen. Natürlich rastet auch nicht jeder aus, dem es an Gelassenheit fehlt. Manche Menschen, du kennst sie aus deinem Umfeld, wären beispielsweise nervös. Auch dahinter steckt zu viel Angst und zu wenig Souveränität. Wenn du dazu neigst, nervös zu werden, dann beobachte das mal ganz genau, wann das passiert. Oft hast du nämlich dafür gar keinen Grund. Erinnere dich durchaus auch hier mal an ähnliche Situationen, in denen dann alles gut gegangen ist. Wie oft malt man sich schlimme Dinge aus, die nie eintreten? Die menschliche Fantasie ist unglaublich ausgeprägt und wir stellen uns allerlei vor, das oft wirklich an den Haaren herbeigezogen ist und
logischerweise alles andere ist als förderlich für unsere innere Ruhe. Mein Tipp an dich: Vermeide es, dir Schreckensszenarien auszumalen. Immer wenn du merkst, dass in deinem Kopf diese beunruhigenden, schlimmen Bilder entstehen, wenn du negative Bilder in Worte fasst, dann ruf zu dir wirklich zu: Stopp. Denk an was anderes, im Idealfall an was Positives. Damit bist du kein Träumer, sondern einfach nur Realist. Denn deine Erfahrungen, glaube ich, genauso wie meine, beweisen immer wieder, das Schlimmste tritt fast nie ein. Untersuchungen zufolge, in neun von zehn Fällen, und die Statistik sagt sogar noch ein bisschen mehr, aber in 9 von 10 Fällen sind unsere Sorgen immer wieder unbegründet, weil sie einfach nicht eintreten. Also, was haben wir bisher besprochen? Du nimmst die Dinge hin, die sich nicht ändern lassen. Du änderst mutig, was sich ändern lässt. Du beziehst nicht mehr alles auf dich selbst. Es gibt kein Schwarzmalen mehr. Bevor du zu emotional reagierst, fährst du erstmal runter, bevor du weiter in der Kommunikation machst. Kommen wir zu weiteren wichtigen Tipps für deine Gelassenheit. Und dafür stell dir einmal eine Szene, die, glaube ich, in vielen Büros Tag ein, Tag aus sich abspielt, vor. Da ist eine Gruppe von Mitarbeitern, die steht zusammen, und weil man ja nichts anderes zu tun hat, man lästert mal über die Kollegin, den Kollegen, der, wen wundert's, an der Stelle nun mal nicht anwesend ist. Sehr gerne auch genommen der Chef oder der Kunde, der allen so richtig auf die Nerven, auf den Wecker geht. Und man spürt, alle haben Spaß dabei. Und jetzt kommst du in den Raum. Und meine Frage an dich ist: Was wirst du tun? Viele sind versucht, wenn sie ganz ehrlich sind, sich den Lästerern anzuschließen. Und jetzt geht's munter los. Ja, der Kollege ist wirklich unmöglich. Der Chef, wie konnte der dorthin kommen? Einfach die entscheidenden Dinge, die kriegt der nicht auf die Reihe. Dem Kunden, dem sollte man mal ordentlich die Meinung sagen. Wenn du so ähnlich reagierst, wenn du mit im Spiel bist, dann wirst du natürlich mit offenen Armen empfangen. Weil wir sind ein Teil der Gruppe und das gibt natürlich ein gutes Gefühl. Nur mit Gelassenheit hat das nichts zu tun. Gelassen bist du, wenn du einen sachlichen Einwurf machst oder vielleicht sogar denjenigen mit ruhigen Worten verteidigst, der gerade so vehement von der Gruppe angegangen wird. Das Thema ist natürlich, dass uns das erst einmal zu einem gewissen Außenseiter macht. Aber eines, wenn du es machst, wirst du spüren, wenn du ruhig, cool, gelassen geblieben bist, du fühlst dich ein paar Stunden später besser. Und jetzt kommt noch eines dazu: Das erkennen die anderen an. Und zumal wissen sie, wenn sie nicht mit dabei sind, dann bist du jemand, der sie definitiv fair behandeln wird. Deshalb mein nächster Tipp für mehr Gelassenheit lautet: Bleib immer sachlich und fair, jedem Menschen gegenüber. Bleib immer sachlich und fair und das wirklich jedem Menschen gegenüber. Das Lästern im Büro oder anderswo ist nur ein Beispiel für eine Gewohnheit, die für viele Menschen schon ganz normal ist. Dasselbe gilt übrigens auch für Reaktionen in bestimmten anderen Bereichen. Ich nehme als Beispiel die Autobahn. Da ist jemand, der fährt penetrant auf der linken Spur und das im Schneckentempo. Oder der Typ hinter dir blendet auf
und fährt auch noch so auf dich rauf, dass er dein Nummernschild eigentlich lesen können müsste. Das sind natürlich alles Provokationen, oder? Nein, sie sind es erst dann, wenn du sie so siehst. Du kannst doch ganz anders entscheiden oder einfach die Sache weglächeln. Ich habe mir zur Aufgabe gestellt, und das gelingt mir, mittlerweile darf ich sagen, mit Stolz fast immer, interessant zu sagen und dann zu lächeln. Und weißt du, was das Interessante ist? Du fühlst dich souveräner. Ich merke, dass das ein gutes Gefühl ist, dass der mich gar nicht ärgern kann, dass der mich gar nicht nervt. Und das schont meine Nervenzellen und hat auch noch den Vorteil, dass ich mit einem anderen Fokus im Verkehr unterwegs bin, statt ihm zu zeigen, was er für ein niedriges Wesen ist. Deshalb mein Tipp: Leg Gewohnheiten ab, wenn sie bei dir Ärger, Wut oder Zorn erzeugen. Apropos Ärger, wie entsteht eigentlich Ärger? Simpel ist Ärger die Diskrepanz zwischen deiner Erwartung und der Realität. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Was habe ich mich in einer früheren, habt ihr die Betonung gehört, früheren Beziehung, also ganz lang her, geärgert, wenn wir sagten, wir fahren um 20 Uhr los. Und dann war es 20.05 Uhr, 20.10 Uhr, 20.15 Uhr, da kam so als erstes Mal so ein Kommentar, können wir jetzt endlich losfahren? Was kam dann in der Regel aus dem Hintergrund? Die Antwort, komme gleich. Das habe ich dann fehlerhafterweise auch noch für bare Münze genommen. 20.20 Uhr, nichts kommt, nichts ist passiert. Dann kam so von mir ein Kommentar, warum müssen wir eigentlich immer zu spät kommen? Ich habe doch 20 Uhr gesagt. Und jetzt kennst du das Spiel vielleicht vom Nachbarn. Da kommt ja, wer hat denn das gemacht? Wer hat sich um die Kinder, wer hat denn das noch sauber gemacht? Du kannst ja alleine hingehen. Tja, und jetzt ist Polen offen. Merkt grundsätzlich, wir haben zwei Möglichkeiten, um immer an so eine Situation ranzugehen. Was kannst du verändern? Erstens dein Verhalten, zweitens deine Einstellung. Als Einstellung kann ich dir nur ans Herz legen den Satz, es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Der Satz hilft mir immer wieder. Das zweite ist dein Verhalten. Wenn du sagst oder weißt aus der Erfahrung, dass ja, immer wieder diese Viertelstunde, 20 Minuten Verspätung eintreten und du weißt, du musst um 20 Uhr wegfahren, dann leg eben den Abfahrtstermin auf 19.45 Uhr fest. Und wenn es 19.45 Uhr ist, setz dich in Ruhe hin und reagier nicht auf die Kommentare, komme gleich. Und wenn du reagierst auf komme gleich aus dem Hintergrund, vielleicht mit Sätzen wie prima, mach dir keinen Stress, Schatz. Und wenn dann es heißt, bin fertig, bleib ruhig sitzen, keine Erwartungshaltung, beschäftige dich mit irgendetwas anderem. Wichtig nur, keine Emotionen, sitzen bleiben, keine gemeinen Kommentare. Und das Beste an der Sache ist, was glaubst du, du kriegst auch noch Lob dafür? Ich bin vor kurzem gelobt worden, dass ich anders bin als andere Männer, weil ich mich nicht beschwere, wenn man mal nicht rechtzeitig wegkommt. Tut das gut? Ja. Apropos warten auf die Allerliebste, das hat mir vor kurzem ein Teilnehmer im Seminar erzählt. Er sagte, es ist egal, wie lange du auf deine Frau oder Freundin wartest mit dem Fertigmachen. Du brauchst am Ende nur deine Schuhe nicht anhaben, wenn sie kommt und du weißt, du bist schuld. Und an alle Damen, die jetzt zuhören und sagen, halalalala, jetzt werden aber Klischees bedient, gelassen bleiben. So, der Abschied von Gewohnheiten,
der funktioniert, und das wirst du dir denken, auch nicht über Nacht. Zuerst müssen wir uns der Gewohnheiten bewusst werden und dann können wir uns sie abtrainieren. Und du wirst merken, das geschieht peu à peu. Aber eines passiert, du wirst gelassener und das lohnt sich. Laut einer Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf haben gelassene Menschen im Alter eine signifikant höhere Lebenszufriedenheit. Das ist in der Studie dort bewiesen worden. Und weil es so wichtig ist, nochmal, wir haben gesprochen über beziehe deine Anschuldigungen nicht immer automatisch auf dich. Wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand schaden will, muss das nicht durchaus stimmen, nicht auf dich zutreffen. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Dann sprachen wir zweitens drüber, lass bei Angriffen erstmal deine Emotionen abkühlen. Also erst dann reagieren, wenn du wieder klar denken kannst. Eine andere Möglichkeit ist einfach zu schweigen. Übrigens, bei der Entspannung hilft ein ganz simpler Trick, eine ganz simple Sache, zum Beispiel einfach ein Glas Wasser trinken. Frag mich nicht, warum das passiert, aber es hilft. Drittens haben wir gesagt, male die Zukunft nicht schwarz aus. Hüte dich vor zum Beispiel Existenzängsten. Leben ist Veränderung und es war noch nie leichter wie heute, die Chancen, die sich anbieten, zu nutzen. Viertens sagten wir, bleib immer fair und sachlich. Fünftens, lege Gewohnheiten ab, die bei dir regelmäßig negative Aufregung erzeugen. So, und jetzt habe ich noch 7 weitere kurze, knackige Gedanken, wie du mit Gelassenheit besser umgehen kannst, so kleine Quick Wins. Sechstens, mach dir immer wieder bewusst, dass du selbst darüber entscheidest, wie gelassen du sein willst und wirst. Siebtens, entscheide die Dinge, über die du schon lange nachdenkst. Was ist der große Vorteil? Du machst den Kopf frei und es spart Energie. Und ich merke das immer wieder. Wir haben, wie viele wissen, unser Intensivseminar Tage der Entscheidung. Und hier geht es auch darum, für sein Leben entscheidende oder wichtige Entscheidungen zu treffen. Und du wirst immer eines merken, auch wenn sie manchmal Arbeit, Anstrengung erfordern, Energie, dass wir einen Preis dafür zahlen müssen. Aber es macht uns frei, es macht uns zuversichtlicher, optimistischer. Es macht uns ganz einfach auch gelassener. Achter Tipp wäre, achte bitte auf deine Sprache. Redest du öfters von Megaproblemen, wahnsinnig schwierigen Aufgaben oder einem Super-GAU, von einer Katastrophe, überleg mal, ob du das anders formulieren kannst. Statt, das ist eine absolute Katastrophe, das fordert mich richtig heraus. Was ist der entscheidende Punkt? Sprache steuert Befinden. Und das macht dich wieder ruhig und gelassener. Statt alles geht schief. Vielleicht, das ist nicht optimal, aber vor dem Sonnenaufgang ist es nun mal am dunkelsten. Ständig ist alles gegen mich. Alles, das ist nur Gegenwind. Momentan bläst mir zwar ein Wind entgegen, aber ein Flugzeug steigt auch nur gegen den Wind auf. Das muss nicht immer ein Bild sein, aber was ich dir sagen will, schwächt deine Sprache bei negativen Dingen einfach ab. Die meisten Menschen machen das andersrum. Sie intensivieren, emotionalisieren negative Dinge und positive Dinge werden nun mal abgeschwächt. Und genau andersrum sollten wir es machen. Neuntens, sorge für Ausgleich. Und damit meine ich Sport, damit meine ich Hobbys, damit meine ich Dinge, die für deine Seele gut sind. Natürlich auch ausreichender Schlaf. Und bitte nicht das jetzt aufnehmen und sagen, ja, ja, stimmt, sondern wirklich hinterfrag dich mal, wie regelmäßig machst du Sport? Wie sehr
gönnst du dir auch mal eine Auszeit? Wie sehr kümmerst du dich wirklich systematisch, dass du optimalen Schlaf hast? Wenn du dir Erfolgsgeheimnisse von Überfliegern anschaust, die kümmern sich absolut und konsequent um ausreichenden Schlaf. Die wirst du auch immer erleben, dass sie für ihre Fitness sorgen. Also überleg, wie steht es damit bei dir? Dann 10. Tipp, lerne Nein zu sagen und setze Prioritäten. Delegiere Aufgaben, du musst nicht alles selbst erledigen. Und lerne bitte Nein zu sagen. Kein Wort gibt dir mehr Freiheit. Und ich werde in einem der nächsten Podcasts, das habe ich mir schon aufnotiert, das Vornehmen, die Kunst, wirklich Nein zu sagen. Denn ich wiederhole das ganz bewusst, kein Wort gibt dir mehr Freiheit als Nein. Wir können mit einem Hintern nur auf einem Pferd sitzen. 11. Tipp ist, vergib anderen Menschen ihre Fehler. Du bist nicht perfekt und niemand, den ich und du kennst, ist immer korrekt. Also verdamme andere Menschen nicht um Grund und Boden, sondern versuch, ehrlich Verständnis zu haben, ihnen ehrlich auch zu vergeben. Und ich meine wirklich ehrlich, nicht nur ja, ja, und dann hat man immer noch den Groll. Ehrlich zu vergeben. Und du spürst das, dass du vergeben hast, wenn keine Emotion mehr wirklich dabei ist. Und der letzte, der 12. Tipp lautet, meditiere oder mache andere Achtsamkeitsübungen. Wenn du einen Zugang hast zum Thema Meditation, möchte ich dich unterstützen. Meditation regt nachweislich die Bildung von Gehirnzellen an und verringert auch nachweislich, das ist erwiesen in Studien, das Ausschütten von Stresshormonen. Und ich habe auch gerade mir hier eine Notiz gemacht. Ich werde auch entweder über unseren YouTube-Kanal in den nächsten Wochen oder als Podcast auch über die wirklich erstaunliche Wirkung der Meditation auch hier einen Beitrag machen. Lass dich da auch mal überraschen. Die gedankliche Freiheit, deine Gelassenheit, deine gelebte Gelassenheit, die fängt zwischen deinen beiden Ohren an. Und nimm bitte das Bild mit. Die Tür geht nur nach innen auf. Und vielleicht kennst du diese sogenannte Wenn-Dann-Falle. Und ich muss auch immer aufpassen, nicht selbst reinzutappen. Diese Wenn-Dann-Falle heißt, wenn ich den Umbau hinter mir habe, dann werde ich ruhiger, entspannter und so weiter werden. Wenn ich weniger Projekte habe, dann werde ich Sport treiben. Quatsch, die Tür geht nicht nach außen, sondern sie geht nach innen auf. Öffne sie, du bist in der Verantwortung. Niemand außer du selbst wird dir zu mehr Gelassenheit in deinem Denken und Handeln verhelfen. Kein Partner, kein Ehepartner, kein Kind, auch kein Kollege, Freund, der Schwiegertiger wird es nicht sein. Alles, niemand wird dir helfen und niemand von all denen kann dir auch Stress geben, wenn du es nicht zulässt. Also ändere, was dir nicht gefällt. Und ich kann es noch einmal wiederholen, Gelassenheit lohnt sich, denn du hast eindeutig mehr von deinem Leben. Und wenn du nicht an das ewige Leben glaubst, dann ist deine Zeit begrenzt. In diesem Sinne, mach was draus. Alle Tipps, die ich dir jetzt in den vergangenen 35 Minuten genannt habe, findest du übrigens kurz, knapp in den Shownotes. Wenn du Lust auf mehr zu diesem Thema Gelassenheit, zu den wichtigen Kapiteln für Glück und Erfolg hast, dann schnapp dir das Buch von mir, Einfach mehr vom Leben. Das findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du
hungrig auf mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg bist, abonniere diesen Podcast. Denk vielleicht auch an Partnerinnen, Partner, Freunde, Kollegen, wo du sagst, da könnte das Thema Gelassenheit oder die Inhalte dieses Podcasts auch interessant sein. Leit's bitte weiter. Herzlichen Dank, sage ich auch, für eine positive Bewertung hier, die uns für uns immer so ein Feedback ist, für mich auch weiterzumachen, dran zu arbeiten, viel Content, Know-how dir zu geben. Und am Ende noch ein letzter Tipp, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, LMAA, lache mehr als andere. Lachen ist ein wahrer Gesundbrunnen, er stärkt dein Immunsystem, sorgt für Glückshormone und kann sogar den Blutdruck senken. Und das Schöne ist, du kannst gleich bei der nächsten Person, die dir jetzt begegnen wird, damit beginnen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen entspannten und erfolgreichen Tag. Alles Liebe, dein Jörg.